Bleib doch stecken! Ich habe keine Zeit für Diskussionen und vielen Dank für den stressigen Arbeitstag. Ich bin nicht die Einzige, die der Meinung ist, dass Dr. Bergmeister so einen Abgang nicht verdient hat. Ich möchte die rote Karte durch eine gelbe ersetzen. Das heißt, Sie und Ihre Praxis dürfen im Fürstdorf bleiben. Dass es jetzt mit Joshua für immer vorbei ist, das tut auf eine merkwürdige Weise weh. Jetzt glaubt doch niemand, dass wir noch was miteinander haben. Verstehst du? Nein, in einem hervorragenden Krankenhaus in Hamburg. Nimmst du etwa die Stelle an? Ja, Samia. Ich gehe weg von hier. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Du willst also nach Hamburg, obwohl du deine Praxis hier behalten könntest. Warum? Ich habe schon fest zugesagt. Ich werde in ein paar Wochen dort anfangen. Ja, aber das kann man doch bestimmt wieder rückgängig machen. Theoretisch ja. Weißt du, ich war total geschockt, als der Seifert mir die Kündigung ausgesprochen hat. Du weißt ja, was mir meine Praxis bedeutet. Aber dann ist mir wirklich eine Zentnerlast von den Schultern gefallen. Ich meine, Hamburg fühlt sich einfach richtig an. Gregor, du bist bestimmt noch verletzt, weil Herr Saalfeld dich vor die Tür setzen wollte. Ach was? Ich empfehle meinen Patienten auch ab und zu meine kleine Luftveränderung. Ja, aber musst du dafür gleich ans andere Ende von Deutschland? Ich kann mich noch daran erinnern, wie du selber zu mir gesagt hast, mit dem Begriff Heimat kannst du erst was anfangen, seitdem du hier im Fürstenhof bist. Ja, das habe ich früher mal gesagt, vor dem ganzen Gefühlschaos hier. Was meinst du damit? Samia, ich will einfach mal wieder richtig durchatmen können. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder? Wenn du das hier nicht mehr kannst, viel Glück in Hamburg. Leonie Preisinger frisst dir ja inzwischen aus der Hand. Hm? Mhm. Sehr schön. Ja, nach dem gelungenen Auftritt in der Lobby denkt jetzt jeder, zwischen uns herrscht Krieg. Was ganz im Sinne des Erfinders ist. Danke, ich hab's begriffen. Kommen wir nun zu Teil 2 unseres Plans. Die Anteile von Leonie Preisinger. Was hast du im Petto? Noch nichts. Du hast dir immer noch nicht überlegt, wie wir sie austricksen können? Keine Panik. Schon mal was von Teamarbeit gehört, Monsieur Konopka? Ich habe noch nichts Konkretes, aber das kommt schon morgen oder in einer Woche. Du, das ist mir zu wenig. Ich möchte wissen, wo die Reise hingeht. Ich sag dir es, wenn ich den Schwachpunkt der Preisinger gefunden habe. Und da setzen wir den Hebel an. Du willst so lange abwarten? Das kann nicht dein Ernst sein. Das geht in der Regel ganz schnell. Ein Kollege verplaudert sich, ein paar Tränchen am Telefon. Man muss nur Augen und Ohren offen halten. Und was ist, wenn du nichts findest? Jeder ist erpressbar. Aber wem erzähle ich das, Frau Marquardt? Was ist eigentlich, wenn das Ganze nur ein Trick ist, um mich auszuprobieren? Stopp, stopp, das ist nicht mein Niveau. Damit du bei der Kleinen landen kannst. Was soll ich denn mit der Kleinen? Kerle wie ich brauchen noch keine Anfängerin. Wir brauchen sowas wie dich. Ich bettle und beknie Leonie und den Chef. Dabei hat Gregor sowieso keine Lust mehr, im Fürstenhof zu bleiben. Er hat längst für sich entschieden zu gehen. Gregor hält anscheinend gar nichts mehr hier. Was habe ich mir überhaupt erhofft? Samia? Du guckst so traurig. Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Nur eine anstrengende Kundin. Dafür habe ich eine gute Neuigkeit. Meinst du die Scheidung?
Deine Mutter und ich haben uns heute offiziell getrennt, ganz ohne Streit und Diskussion. Ganz ehrlich? Ja, der Rest ist nur noch Formsache. Freut mich, dass ihr euch im Frieden getrennt habt. Samia, ich werde bald die Heimreise antreten. Dabei gäbe es noch so viel zwischen uns zu bilden. Oh, du, meine Pause ist gleich vorbei. Sei mir nicht böse, ja? Die habe ich schon ewig nicht mehr getragen. Mei, ist sie schön. Ist die aus Afrika? Joshua hat sie in Kampala beim besten Goldschmied des Landes anfertigen lassen. Zu einem Hochzeitstag. Höre ich da vielleicht sentimentale Erinnerungen? Ach was. Doch nicht jetzt, wo die Scheidung endlich durch ist. Na, vielleicht gerade deswegen. Weil es so endgültig ist. So aus und vorbei. Es ist natürlich schon ein neuer Lebensabschnitt. Höre ich da jetzt vielleicht Zweifel durch? Überhaupt nicht. Ich bin froh, dass wieder Klarheit herrscht. Du solltest dir heute Abend mit Johann einen ganz gemütlichen, schönen Abend machen. Weißt du, so ein neuer Lebensabschnitt, der muss doch schließlich gefeiert werden. Heute Abend geht es nicht. Joshua hat mich zum Essen eingeladen. Aha. Nichts aha. Ist doch ganz normal, dass ich mit meinem Ex-Mann zum Abschied essen gehe. Das wird deinen jetzigen Mann aber gar nicht erfreuen. Nach all den Streitereien. Joshua möchte nur einen versöhnlichen Abschiedsabend mit mir verbringen. Bist du ganz sicher, dass du mit deiner Ehe vollkommen abgeschlossen hast? Du redest schon daher wie Johann. Vera, ich gebe dir mal einen guten Rat. Du solltest diesen Abend mit Joshua heute sausen lassen. Spiel nicht mit dem Feuer. Du weißt doch selber, wie das ist. 2-3 Gläschen Wein. Dann erzählt man sich, wie verliebt man früher war. Hm? Und dann ist es schon passiert. Du musst es ja wissen. Gar nichts passiert. Joshua ist Geschichte und Johann ist mein Mann. Hi. Na? Du, ich möchte nicht stören. Aber ich brauche ein bisschen Minze für meine Mojitos. Bedien dich. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Sinnierst du übers Leben oder denkst du darüber nach, was für eine Blume am besten für eine Versöhnung taugt? Victoria war gerade hier. Ein romantischer Ort? Mhm. Das heißt, das Gewitter ist vorbeigezogen. Ja. Sie war ganz begeistert von deiner kleinen Notlüge. Dass ich andauernd von ihr schwärme. Hey, ich habe nur das ausgesprochen, was du sowieso denkst. Das ist auch wieder wahr. Außerdem hattest du noch was gut bei mir. Das ist nicht der Rede wert. Entschuldige mal. Ohne dich wäre bei der Inventur rausgekommen, dass ich Legastheniker bin. Weißt du, ich glaube, jeder hat sein kleines Handicap. Ich habe es zum Beispiel gar nicht mit Formularen oder so. Das ist ja gerade noch gesellschaftsfähig, Simon. Victoria findet das aber nicht. Aber bei mir denkt jeder gleich an Analphabetismus und denkt, ich sei ein Trottel. Ja. Aber von mir erfährt keiner was. Wie versprochen. Ne? Du bist ein Freund. Sag mal, bist du für morgen schon verplant? Noch nicht. Wieso? Jetzt schon. Ich möchte mit Victoria nach München. Kommst du mit? Eigentlich gerne. Aber ich möchte wirklich nicht beim Händchenhalten stören, ja? Also frag sie lieber vorher, ja? Warum? Sie wird begeistert sein. Sie ist schließlich jetzt dein Fan. Wenn du meinst. Ah, Dr. Bergmeister. Ja? Ich möchte Sie kurz sprechen. Sie wollen uns tatsächlich verlassen? Ja, ich gehe nach Hamburg. Ja, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Trotzdem. Es ist ein weitreichender Schritt, den Sie da planen. Aber ein notwendiger. Wenn die Geschehnisse der letzten Tage Sie in irgendeiner Weise beeinflusst haben, sollen Sie trotzdem nichts überstürzen.
Die Kündigung hat den Anstoß gegeben, mehr nicht. Die Kündigung war ein Fehler. Ich habe überreagiert. Dr. Bergmeister, Sie sind jetzt so lange bei uns. Sie sind doch schon ein fester Bestandteil des Hotels geworden. Der Fürstenhof wird auch immer eine wichtige Station in meinem Leben bleiben. Sehen Sie es doch mal so. Den Fürstenhof umgibt eine ganz besondere Aura, eine Magie, die Sie nirgendwo anders finden werden. Das bestreite ich gar nicht, Herr Saalfeld. Ich brauche trotzdem einen Tapetenwechsel. Auch wenn es Menschen gibt, die sich ganz enorm für Sie einsetzen. Ich weiß nicht, ob Sie den in Hamburg finden werden. Sprechen Sie jetzt gerade von sich? Nein, nein, das ist zu viel der Ehre. Ich spreche von einer äußerst sympathischen jungen Dame. Leonie. Leonie war auch dabei, ja. Nein, die treibende Kraft war Samia. Sie hat mich regelrecht bekniet, die Kündigung zurückzunehmen. Also morgen wird's eng, da sind wir doppelt gebucht. Eine Handballmannschaft kommt zum Essen. Ja, das ist ja gut, dass ich Leonie heute freigegeben habe. Die wollte auf dem Friedhof zum Grab ihrer Oma. Da hat wohl sehr an ihrer Großmutter gehangen, die Kleine. Ja, die hat ihre Oma sehr geliebt. Das ist gut, wenn die Generationen so zusammenhalten. Ja. Und wo sind die Schrimps? Soll der Chef jetzt selber gehen, oder was? Ist die schon lange tot oder gerade erst gestorben? Nee, noch nicht so lange. Knappes halbes Jahr. Da ist die Kleine jetzt ziemlich allein. Ja, Leonie hat's nicht leicht. Aber die hat so ein großes Herz. Die hat ihre Großmutter bis zum Schluss ganz allein versorgt, obwohl es ein Pflegefall war. Tapfer? Respekt? Ja, tapfer. Das macht kaum heute noch einer. Na gut, ich bin jetzt ein, zwei Stunden weg. Für heute Abend ist ja soweit alles okay. Ja, und das Dessert? Das übernehmen Sie, Hildegard. Ja, aber Minzparfait, das ist Ihre Spezialität. Nein, aber Sie machen das hervorragend. Also, bis bald. Hey, Samia, warte mal bitte. Brauchst du Hilfe bei deiner Praxisinventur? Nein, das hat noch Zeit. Dann ist ja gut, ich hab's eilig. Tschüss. Du hast dich bei Herrn Saalfeld für mich eingesetzt. Hätte ich nicht machen sollen. Trotzdem, das war sehr nett von dir. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass du das für mich tust. Und ich hätte nicht gedacht, dass du gleich alles hinwirfst, nur weil es mal nicht so glatt läuft. Tue ich das? Die Kündigung kam dir doch gerade recht. Jetzt kannst du einfach abhauen, ohne dass du dein Gesicht verlieren könntest. Nein. Die Kündigung hat nur ausgelöst, was sowieso passiert wäre, Samia. Und ich dachte, du bist ein Kämpfer. Würdest dich einsetzen, bis es wirklich aussichtslos ist. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ach, Herr Konopka in Zivil? Und das mitten im Tagesgeschäft? Dafür gibt's gute Gründe. Und welche sind das, wenn ich mal fragen darf? Ich hatte gerade ein anregendes Gespräch mit meiner reizenden Kollegin Hildegard. Sag mal, willst du mich aufziehen oder was soll diese Anspielung? Nee, doch nur keine Eifersucht. Stichwort Leonie Preisinger. Ich glaube, ich kenne jetzt ihre Schwachstelle. Und welche ist das? Noch nicht so ungeduldig, noch ist es eine reine Vermutung. Die mich aber trotzdem interessiert. Hallo, ich höre. Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Sonst verpassen wir noch eine einmalige Chance. Wir? Du lässt mich hier komplett außen vor. Nicht so nervös, schöne Frau. Wir sind doch ein Team. Ich habe wirklich alles versucht, damit er hier bleiben kann. Kann es sein, dass du dabei auch ein klein wenig an dich gedacht hast? Wäre ich doch bloß nicht zu Herrn Saalfeld gegangen. Du wolltest Gregor nicht verlieren. Tja, und das Dankeschön tut's jetzt nur noch mehr weh. Ja, aber wenn du es nicht versucht hättest, dann würdest du es immer bereuen. Oh. Kopf hoch, Samia. Das geht auch vorbei. Ist das kalt draußen? Im Personalraum steht eine Kanne Tee. Soll ich dir eine Tasse holen? Nee, ich muss nur die Pflanze hier abstellen, dann muss ich wieder raus. Also manchmal verstehe ich ja die Burschen.
die von morgens bis abends gerne im Büro rumsitzen und sich nicht die Finger dabei abfrieren. Du in Anzug und Krawatte vor dem Computer. Das würdest du keine zwei Tage aushalten. Glaubst du, ich kann nur in den Acker rumwühlen? Nein, aber deine geliebten Pflanzen würden dir fehlen. Du bist einer, der braucht Erde unter den Stiefeln. Ja. Und genau deswegen gehe ich jetzt wieder raus in die Kälte. Und ich wieder zurück zur Praxis. Bis dann. Tschüss. Johann, du, also jetzt, wo die Scheidung durch ist, da... Da meinst du, dass wir beide das feiern sollten? Mit einem kleinen Abendessen? Nein, das geht eben leider nicht. Joshua hat mich zu einem Abschiedsessen eingeladen. Ja, komm, es ist doch nur heute Abend und dann ist er weg, für immer. Wieso? Habe ich was gesagt? Nein, du bist ganz tapfer. Aber ich kenne dich doch, mein Brummbär. Samia und Leonie haben den alten Saalfeld davon überzeugt, die Kündigung zurückzunehmen? Dass ausgerechnet die beiden sich zusammentun? Das hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem nicht von Leonie. Nach allem, was ich bei ihr verbockt habe. Vielleicht hast du sie doch ein bisschen falsch eingeschätzt. Du hast immer gesagt, Leonie will Spaß, aber keine Verantwortung. Ja, das war voreilig und unfair. Ich habe versagt. Als Freund, als Arzt. Was ist mit Samias Vorwürfen? Ich gebe zu schnell auf und bin alles andere als ein Kämpfer. Deutliche Worte. Ich gehe aber nicht weg, weil der alte Saalfeld wieder mal in die falsche Richtung geschossen hat. Sondern? Wegen der neuen Herausforderung. Ich brauche dringend eine Veränderung. Hält dich denn gar nichts mehr hier? Na ja, Felix, ich werde euch schon vermissen. Aber was glaubst du, Hamburg ist ein Fehler, oder was? Was sagt dein Bauch? Der nickt ganz heftig Richtung Norden. Was ich brauche, ist eine neue Perspektive. So, bitte schön. Vielen Dank. Ziegelsteine im Koffer gehören verboten. Und deswegen machen Sie sie jetzt kaputt, oder was? Wahr. Dafür muss es Schwerarbeiterzulage geben. Ihr jungen Leute wisst überhaupt nicht, wie gut ihr es habt. Zu meiner Zeit waren noch nicht einmal die Kofferrollen erfunden. Ja, wir verwechseln Arbeit mit Party, das sagt mein Onkel auch immer. Ja, genau so ist es. Trotzdem habe ich eine gute Nachricht für Sie. Sie sind morgen vom Koffertragen befreit. Ja. Nee, keine Witze auf Kosten der Bandscheibe. Ich habe hier noch nie einen Tag ohne An- oder Abreise erlebt. Und es wird auch morgen nicht anders sein, aber Sie gehen in den Untergrund. Ah, wow. Ich bin für einen wichtigen Gast in geheimer Mission unterwegs. Mein Name ist Bond. Ben Bond. Ja, ganz so geheim ist es nicht, aber Sie werden im Keller tätig sein. Ja, aber so eine kleine Weinprobe ist ja auch nicht schlecht. Ihr Job wird es sein, Aktenordner abzustauben und ramponierte Möbel zu entsorgen. Das klingt ja extrem aufregend. Und unter uns gegen eine Kiste mit Aktenordnern ist so ein Koffer ein absolutes Leichtgewicht. Ja, das wird ja immer besser. Ja, aber Sie sind ja schließlich nicht allein. Ja, da unten gibt's bestimmt die eine oder andere hübsche Spinne, die Ihnen sicher gern Gesellschaft leisten wird. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ist ganz plötzlich gekommen. Passiert das in letzter Zeit öfter? Leider ja. Sie wissen, was das bedeutet. Der Blutdruck ist nicht unter Kontrolle. Möglich auch, dass das Aneurysma auf Ihr Gleichgewichtszentrum drückt. Vielleicht ist es wieder größer geworden. Ein Grund mehr, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen. Geht's wieder?
Das heißt, Sie haben es Samia und Ihrer Frau immer noch nicht gesagt? Es war mein sehnlichster Wunsch, dass mich meine Frau, meine Ex-Frau und meine Tochter zurück nach Afrika begleiten. Ja, es gab deswegen eine Menge Wirbel, das haben alle mitbekommen. Ich habe zu spät begriffen, dass es nicht klappt. Wenn die beiden jetzt von meiner Krankheit erfahren, fühlen sie sich verpflichtet, bei mir zu bleiben. Das will ich auf keinen Fall. Sie kennen meine Meinung. Wenn Samir mich heute anlächelt, weiß ich, dass es echt ist. Diese Sicherheit hätte ich dann nicht mehr. Trotzdem sollten Sie ihr die Entscheidung selbst überlassen, Herr Obose. Und Sie damit moralisch unter Druck setzen? Nein. Ich würde es anders machen, aber es ist natürlich Ihre ganz persönliche Entscheidung. Oh, hallo. Störe ich? Nein, ich wollte sowieso gerade gehen. Besuchst du hier auch jemanden? Nein, ich musste mal raus aus der Küche. Ich hatte Kopfschmerzen. Das ist der einzige Ort, wo man richtig durchatmen kann. Ja. Geht mir genauso. Verwandte von dir? Ja, meine Oma. Ich dachte, du kommst gar nicht aus der Gegend. Sie wurde hier geboren und deshalb wollte sie auch unbedingt hier beerdigt werden. Sie hat am Ende ziemlich gelitten. Ich habe versucht, ihr beizustehen, so gut es ging, aber oft waren die Schmerzen unerträglich für sie. Ja, du hast sie gepflegt. Das war sicher hart. Die Ärzte waren keine große Hilfe. Ja, ich kenne das. Mein Vater war jahrelang im Pflegefall. Ich habe ihn versorgt. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ich spreche nicht gern drüber. Aber du hast schon recht. Man fühlt sich diesem Apparat manchmal ganz schön ausgeliefert. Du bittest und bettelst und drängelst. Und am Ende heißt es, tut uns leid, aber wir können nichts mehr für sie tun. Wie bei meinem Vater. Hat die letzte Zeit nur noch im Dämmerzustand verbracht. Das ist uns glücklicherweise erspart geblieben, aber ich wusste auch oft nicht mehr weiter. Ja. Hallo, Gregor. Hallo, Samia. Herr Langner hat nach seiner Bandscheiben-OP einen Termin bei mir. Möchtest du ihn noch kurz vorher sehen oder soll ich ihn direkt massieren? Du kannst. Ich habe ihn mir gestern schon angesehen. Gut. Samia? Ja? Ich habe gehört, die Scheidung ist durch. Das heißt, dass dein Vater nicht mehr allzu lange hier in Deutschland sein wird, oder? Wahrscheinlich nicht. Warum sollte er? Ich habe so das Gefühl, dass ihr... Also, du solltest ihn so nicht gehen lassen. Ihr habt euch doch bestimmt noch eine Menge zu sagen, oder? Gregor, wir haben uns schon längst versöhnt. Rede trotzdem noch mal mit ihm, Samia. Hat er dich darum gebeten? Nein. Ja, dann verstehe ich nicht, warum du dich da einmischst. Weil... Afrika ist so weit weg und es kann alles Mögliche passieren, bis ihr euch wieder seht. Gregor, du weißt doch was. Nein, vergiss es. Ich bin auch der falsche Ansprechpartner. Tschüss. Tschüss. Und immer diese Sprüche, wieso war er nicht im Pflegeheim, wie hast du das nur aushalten können? Ja, oder ich könnte das nicht, den ganzen Tag dieses Elend. Und irgendwann hat man dann einfach keine Lust mehr darüber zu reden. Außer mit jemandem, der das selbst durchgemacht hat. So wie du.
Leonie, da ist noch etwas. Ich weiß gar nicht, ob ich dich damit belasten darf. Ich vertrage schon so einiges. Ja, es fiel mir jeden Tag schwerer, meinen Vater so zu sehen. Nur noch am Leben durch Maschinen und Schläuche und keine Hoffnung auf Besserung. Und manchmal hast du dir gewünscht, dass es bald vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin. Das verstehe ich gut. Als ich dir gesagt habe, dass er nichts mehr mitbekommen hat. Das stimmt nicht ganz. In wenigen kleinen Momenten, die ihm noch geblieben sind, hat er dann immer ganz leise geflüstert. Mach, dass es endlich vorbei ist, bitte. Das tat mir so leid. Und irgendwann habe ich dann dafür gesorgt, dass er ganz sanft eingeschlafen ist. Du hältst mich jetzt sicher für einen Unmenschen. Ich habe mich auch oft gefragt, was ich tun soll, wenn es bei meiner Oma soweit ist. Und? Was hattest du getan? Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, aber ich würde dich deswegen nie verurteilen. Danke. Was ich dir jetzt anvertraut habe, das darf niemand erfahren. Weder mein Bruder, noch mein Sohn Simon. Sie wissen gar nichts davon, aber warum denn? Die würden sofort die Polizei einschalten. Aber sie haben dich doch in dieser schwierigen Situation allein gelassen. Ja, aber das interessiert doch keinen. Mein Bruder wird nicht eher ruhen, bis ich im Gefängnis sitze. Keiner kennt die Wahrheit, nur du und ich. Kann ich mich darauf verlassen, dass das so bleibt? Schön, dass es geklappt hat. Unser letztes gemeinsames Treffen. Einen wunderschönen guten Abend, Vera. Guten Abend, Herr Rode. Guten Abend. Was darf ich bringen? Ich hätte gern einen trockenen Sherry. Ah, für mich bitte das Gleiche. Sowas trinkst du doch gar nicht. Heute schon. Ah. Gut. Zwei Sherry und ich kann heute ganz besonders den Seeteufel empfehlen. Wir brauchen noch ein wenig. Gut, dann lasse ich Ihnen die Karten da. Danke. Bitte, Vera. Du trägst die Kette noch. Heute zum ersten Mal wieder. Schön, dass du sie noch hast. Dir denkst du, ich werf sowas weg? Da kennst du mich aber schlecht. Das wäre immerhin möglich, so wütend wie du auf mich warst. Dazu hat sie mir immer viel zu gut gefallen. Wenigstens das scheine ich richtig gemacht zu haben. Weißt du noch, wie ich damit zurück aus Kampala kam? Ich war so verärgert, weil du einfach 4 Tage nach Kampala verschwunden bist, obwohl wir wieder Probleme mit dem Wasser hatten. Ja, wie sagt man? Wie ein Rohrspatz hast du geschimpft. Du hast mich ja auch im Stich gelassen. Samia war noch ganz klein, die konnte gerade eben mal gehen. Aber schon wie ihre Mutter schimpfen. Weißt du noch, wie sie sich aufgeregt hat, als ich zurückkam? Und dann, als ich ihr die Puppe gab. Oh, dann war sie selig. Am liebsten hätte sie dich gleich wieder weggeschickt, damit du ihr noch eine Überraschung bringst. Du sahst wunderschön aus und du hast dich so über die Kette gefreut.
Ja, und du hast wieder über beide Ohren gestrahlt, sodass ich gar nichts mehr zu schimpfen hatte. An dem Tag dachte ich, unser Glück geht nie zu Ende. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja, und dass man das nicht immer mit sich alleine ausmachen muss. Am Anfang hätte mein Bruder Leonie am liebsten aus der Küche gejagt. Doch jetzt scheint er offenbar bemerkt zu haben, was für ein hübsches Ding sie eigentlich ist. Aber ich befürchte, darum geht's ihm nicht. Warum sonst sollte er es auf die väterliche Tour probieren? Ja, genau das frage ich mich auch. Weil mein reizender Bruder denkt, dass er sie so am schnellsten rumkriegt. Na, der Erfolg scheint ihm recht zu geben. Nein. Leonie ist nichts für meinen Vater. Sie ist zu jung. Ach, was? So etwas ändert sich im Laufe der Jahre. Spätestens dann, wenn wir unsere grauen Schläfen nicht mehr wegdiskutieren können. Trotzdem. Mein Vater ist anders. Er steht auf Frauen mit gewissen Erfahrungen. Weißt du, Simon? Im Laufe des Lebens kommt für jeden Mann der Punkt, an dem er seiner verlorenen Jugend nachtrauert. Und dagegen gibt's ein äußerst probates Mittel. Die junge Geliebte? Durch sie scheint er diese verlorene Jugend wieder zu gewinnen. Es ist wie eine Droge. Erst kommt der Rausch, dann kommt die Ernüchterung. Klingt unschön. Ja, und dann merkst du, dass du die Uhr doch nicht mehr zurückstellen kannst. Trotzdem. Ich glaube, mein Vater verfolgt eine andere Strategie. Ich muss nur noch herausfinden, welche. Wir waren schon ein tolles Paar. Und ich war immer so stolz auf meine hübsche Frau. Es war ganz schön anstrengend, am Anfang so im Mittelpunkt zu stehen. Dann noch als Weiße. Du hast es großartig gemacht. Und alle haben dich dafür geliebt. Samir an ihrem ersten Schultag aber nicht. Wegen des schrecklichen Ehrenplatzes allein in der ersten Reihe, den ihr die Lehrerin geben wollte. Ja. Mein Gott, was hat die Arme geweint, weil sie nicht mehr neben ihrer Freundin sitzen durfte. Auch das haben wir wieder in den Griff bekommen. Wie fast alles. Guten Abend. Guten Abend. Eine Frage. Ich vermisse meinen braunen Schal. Wurde der hier zufällig abgegeben? Einen Moment, bitte. Danke. Bevor ich gehe, sollst du unbedingt wissen... Ich denke, wir haben alles geklärt. Vera, bei allem, was ich bei dir falsch gemacht habe... Das war ein bisschen viel. Ja, ziemlich viel. Und es tut mir sehr, sehr leid. Es ist ein großes Wort, aber bei dir stimmt es. Du bist die einzige Frau, die ich wirklich geliebt habe. Hör auf, du machst mich ganz verlegen. Ich schäme mich sehr, weil ich es aufs Spiel gesetzt habe. Das ist der größte Fehler meines Lebens. Sonnenwichler? Ah, ich habe mir ganz dumm den Fuß umgeknickt. Wie ist denn das passiert? Ich bin über den Yorkshire Terrier von Frau Selmers gestolpert. Ah, und waren schon beim Dr. Bergmeister? Nee, ich weiß auch, was der sagen wird. Hochlegen, stillhalten und kühlen. Ja, was warten Sie dann noch? Schauen Sie, dass Sie heimkommen. So kann ich Sie sowieso nicht brauchen. Ja, da gibt's nur ein kleines Problem. Wie denn? Ich kann doch fast nicht mehr auftreten. Ja gut, dann müssen Sie ein paar Minuten warten, dann fahre ich Sie heim. Dann ist Feierabend. Oh, vielen Dank. Also, ich helfe Ihnen. Hm? Vorsicht, es geht schon. Guten Abend. Guten Abend. Oh, verletzt? Nein.
Gute Besserung. Danke. Verzeihung, kann ich Sie kurz sprechen? Haben Sie mir aufgelauert? Nein, aber ich wollte Sie allein erwischen. Ja, worum geht's? Es geht um meinen Vater. Ich muss Sie vor ihm warnen. Was? Ich weiß, dass mein Vater Ihnen gegenüber sehr nett und fürsorglich ist, aber bitte seien Sie vorsichtig. Er meint es nicht ehrlich. Ich verstehe nicht, warum Sie sowas sagen. Ihr Vater war immer äußerst nett und kollegial zu mir. Ja, genau. Genau das ist es, was mich so misstrauisch macht. Ach, er hat mir einige Male selbstlos aus der Patsche geholfen. Das letzte Mal, als ich dank Gregor in der geschlossenen Anstalt saß. Ja, aber nicht ohne Hintergedanken. Sie denken, er will was von mir? Ach was, das hätte ich gemerkt. Um die Wahrheit zu sagen, was genau mein Vater im Schilde führt, das weiß ich nicht. Ach, aber das wird ja mal besser hier. Bitte glauben Sie mir. Mein Vater hat noch nie etwas gemacht, wenn es ihm nichts genützt hat. Ach ja? Und warum hat er sich die Mühe gemacht, den Jungen zu finden, der die Tabletten aus Gregors Praxis geklaut hat? Wenn Ihr Vater nicht gewesen wäre, dann säße ich jetzt noch in der Klapse. Wie wär's denn mit einer Praxis hier im Haus? Hier im Hotel? Nee, das kann ich mir erst recht nicht leisten. Bis alles läuft, können wir Ihnen doch die Miete stunden. Sie hätten eine Praxis und wir einen fähigen Arzt im Hotel. Hallo Mama. Was machst du denn hier? Ich dachte, wir könnten zusammen nach Hause gehen. Du bist um diese Uhrzeit noch im Hotel? Mhm, siehst du doch. Wegen Gregor? Nein, wegen meiner Mutter, die scheinbar nicht mehr weiß, wo sie hingehört. Wie redest du mit mir? Findest du es Johann gegenüber fair, dass du dich heimlich mit Joshua triffst? Davon kann überhaupt keine Rede sein. Also heute Nachmittag wusste er jedenfalls noch nichts davon. Angenommen, ich hätte wirklich was zu verbergen. Meinst du, ich würde in den Fürstenhof essen gehen? Bei dem Klatsch im Personalraum? Ich hab euch doch gesehen. Ihr habt sogar miteinander geflirtet. Wir haben uns gut unterhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Nachdem wir uns endlich auf die Scheidung geeinigt haben, bin ich ganz froh, dass es keine Streitereien mehr gibt. Trägst du auch deshalb seine Kette wieder? Himmel, warum lasse ich mich bloß darauf ein? Samia! Es war alles ganz harmlos. Auch das Händchen halten und die tiefen Blicke? Ich hätte tatsächlich ein anderes Restaurant vorschlagen sollen. Guten Morgen, Ben. Morgen, Herr Sonnbichler. Na, wie geht's Ihrem am Fuß? Schlecht. Ganz schlecht. Ich bin gerade auf dem Weg zum Doktor. Ich glaube, Sie müssen mich heute leider von Ihrer Liste streichen. Ah, muss ich das? Aber Ihre unglückliche Verletzung hat jetzt nicht zufällig was mit dem Job im Keller zu tun, oder? Natürlich nicht. Ich habe mich ja schon drauf gefreut. Also, ein bisschen. Ist doch mal was anderes als das ewige Kofferschleppen. Ja, eben. Dann kann ich ja morgen wieder ganz fest mit Ihnen rechnen, oder? Das muss der Dr. Bergmeister entscheiden. Drücken Sie uns die Daumen, dass es kein Bänderriss ist. Ja. Muss eben heute jemand anders in den Keller. Ja, leider. Aber ich finde schon noch eine schöne Aufgabe für Sie. Die Mülltonnen müssen zum Beispiel dringend wieder mal ausgewaschen werden. Aber jetzt werden Sie erst mal ganz schnell wieder gesund. In unserer beider Interesse. Ja, klar. Dann lege ich heute mal einen Schontag ein. Eben.
Welcher Fuß war es denn eigentlich, der linke oder der rechte? Ist ja auch egal. Auf alle Fälle gute Besserung. Danke. Ja? So, Jungs, seid ihr startklar für München? Die Kreditkarte ist eingepackt. Ich komme gerne darauf zurück, wenn meine ausgeschöpft ist. Das klingt nach Powershopping. Nein, ich brauche nur einen Mantel, ein paar neue Schuhe und vielleicht so ein, zwei... Moment. Ich dachte eher an Musikläden und an Cafés und so weiter. Aha. Und wo bekomme ich meinen neuen Mantel her? Simon, was meinst du? Neue CDs und ein Café oder Frauen-Powershopping? Ach. Weder noch. Ach nein, jetzt sag bitte nicht, du willst schon wieder einen englischen Garten. Wir haben genug Natur hier. Ne? Nein, nein, aber... Ihr müsst ohne mich auskommen heute, leider. Warum? Es gibt da so eine Sache, der möchte ich dringend nachgehen. Und zwar so schnell wie möglich. Die da wäre? Oh, geht es schon wieder um deinen Vater? Es geht um Leonie Preisinger. Ich muss wissen, was mein Vater mit ihr vorhat. Sherlock Holmes für Anfänger? Ist das dein neues Hobby? Simon glaubt, sein Vater schmiedet einen Komplott gegen die Küchenhilfe. Hm? Irgendwas in der Richtung, ganz genau. Ja, und ich denke, er sieht Gespenster. Ich weiß auch, dass ich noch nichts Konkretes in der Hand habe. Genau deswegen möchte ich ja dranbleiben. Ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen. Abflug? Ich habe Orangensaft für dich frisch gepresst. Magst du? Sehr gerne. Ja, und dann habe ich ein Ei für dich gekocht. Genau 3,5 Minuten, so wie du es gerne magst. So viel Aufwand an einem ganz normalen Wochentag. Habe ich irgendwas verpasst? Nö, wieso? Gar nichts. Ach ja, wie war es denn eigentlich gestern Abend? Ach so, ja, das Essen mit Joshua. Na ja. Gestritten haben wir nicht. Ich meine etwas. Das Menü war so gut. Ich hatte einen ganz zarten Seeteufel mit leckerem Feldsalat. Wahrscheinlich ist Joshua jetzt am Packen. Wenigstens haben wir es geschafft, im Guten auseinanderzugehen. Gib's mir bitte das Brot. Danke, wenigstens gab es keine bösen Überraschungen. Hm? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war sehr nett. Wenn auch etwas ermüdend. Dafür hast du es aber ziemlich lange ausgehalten. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Wie spät war es, als du aus dem Restaurant rausgekommen bist? 12? Samir, was soll das? Oder eher 12:30. Bist du fertig? Ich habe dich nicht um deine Einmischung gebeten. Ja, ja, natürlich. Entschuldige. Habe ich jetzt irgendwas versäumt? Sag mal, redet niemand mehr mit mir oder was? Wahrscheinlich hat Samia schlecht geträumt heute Nacht. Mhm, genau das wird's wohl gewesen sein. Also jetzt Schluss damit, mit diesem ganzen Theater, setz dich hin, wir frühstücken. Johann, ich habe keinen Hunger. Tut mir leid. Tschüss. Was war das denn jetzt? Tag, Ben. Hey. Na? Du musst noch weiterspielen. Du, wenn der Sonnenbichler sich so sieht, kann sich aber warm anziehen. Der sucht mich heute nicht mehr. Der denkt, ich hätte mir den Fuß verknackst. Meinst du? Da frage ich mich, warum er überall erzählt, einer von seinen Pagen hätte Angst vor Spinnen und harter Arbeit. Wieso? Das mit dem Fuß, mit dem kaputten, das hat er mir doch abgekauft. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Wieso? Du, der Sonnenbichler ist lang genug im Geschäft. Und der merkt sofort, wenn einer blufft. Oh je. Der Bergmeister, das ist doch auch so ein Korrekter. Der schreibt mir nie im Leben eine Krankmeldung. Tja. Wer ist denn mit einer überraschenden Spontanheilung? Hm? Du, jetzt bräuchte ich mal deine Hilfe. Kennst du die Jungs? Ich suche denjenigen, der im Fürstenhof in der Arztpraxis die Pillen geklaut hat. Warum?
Keine Angst. Ich mache keinen Ärger, ich brauche nur eine Information. Ich zahle auch einen 20er. Hey, Jungs, kommt mal her. Hat einer von euch im Fürstenhof aus der Praxis Pillen eingesteckt? Ihr könnt es ruhig zugeben. Ihr kriegt sogar einen 20 dafür. Herein. Samia, schön, dass du noch vorbeikommst. Du hast immer noch nicht gepackt? Ich fange gleich damit an. Dann ist ja gut. Was ist los? Was hat dich geärgert? Ich habe dich gestern Abend gesehen im Restaurant. Mit Mama. Also nach frisch geschieden sah das ganz und gar nicht aus. Wenn man sich nach so langer Zeit trennt, geht das nicht ohne Gefühle? Ja. Das war nicht zu übersehen. Du weißt, wie sehr ich deine Mutter geliebt habe und es immer noch tue. Du hast doch auch in die Scheidung eingewilligt. Trotzdem tut der Abschied weh. Samia, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Sobald ich Urlaub habe, komme ich dich besuchen. Dann müssen wir unbedingt nach diesem Affenbrotbaum suchen. Weißt du noch? Diese Kuhle, in die ich mich immer versteckt habe als Kind. Ja, schön. Und wenn es ein Dorffest geben sollte, dann müssen wir unbedingt tanzen, wie früher. Bis wir umfallen. Und ich werde so viel Maniok essen, bis mir der Bauch platzt. Papa, was ist los? Habe ich was Falsches gesagt? Ne? Du machst alles richtig, Kind. Aber du weinst. Wir können nicht mehr zum Affenbrotbaum gehen. Bis nächstes Jahr schaffe ich es nicht mehr. Ich bin unheilbar krank. Bis du mich besuchst, bin ich längst tot. Was will denn der böse André mit dem kleinen Mädchen machen? Nichts. Aber jetzt betritt eine neue Figur die Bühne. Welche Rolle bekomme ich? Und ihr glaubt auch beide, dass es irgendwas mit Gregor Bergmeister zu tun hat? Bergmeister ist nur ein Vorwand. Eigentlich geht der Plan gegen Alfons Sonnbichler. Was? Frau Marquardt, was machen Sie denn hier? Das wissen Sie nicht mehr? Papa ist unheilbar krank. Er muss bald sterben.